Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Jawohl. Wieder zurück zu einer... Machen wir Einzelspieler-Saison. Es sind nämlich nur noch 3 Punkte bis zum Titel. Hier sind wir ganz am Anfang. Ich würde sagen, wir machen Einzelspieler. Und zwar habe ich mich diesmal ein bisschen mehr getraut. Ich spiele so eine Weltklasse-Legende-Profi-Liga. Mit meiner unglaublichen, super geilen Mannschaft einfach nur. Ohne Witz, so eine geile Mannschaft habe ich noch nie gespielt. Ganz kurz mal Fitness gucken hier, was haben wir denn da? Wir haben eigentlich genug Fitnesskarten, ne? Ich möchte mal ganz kurz hier... So, Fitness, kriegst auch noch eine. Weil die ein bisschen scheiße drauf sind hier. Xabi Alonso, bis jetzt auch richtig geil gespielt. Der hat in einem Spiel, wo ich nicht aufgenommen habe, auch so ein richtig geiles Kopfballtor geschossen. Ja, genau. Würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal Singleplayer. Einfach aus dem Grund, dass wir gleich den Aufstieg haben. Dann kriegt ihr gleich mit, wie viel massig Kohle ich krieg, wenn ich gewinne. Gegen Profi. Hä? What the fuck? Jo, genau. Als ob man da trifft. Okay, wahrscheinlich trifft man da, wenn man nicht allzu scheiße ist, wie ich. Boah, haben getroffen. Glück, aber scheiß drauf. Jetzt geht's los. Einfach eine wunderbare Leistung, die sie da in dieser Spielzeit gezeigt haben. Und zwar den sicheren Aufstieg in der Tasche. Und nun winkt Eindhoven. Bei einem Sieg auf die Chance auf den Ligatitel. Fuck. Und da darf man da ja scheiße gebaut. Zuversichtlich sein. Darf nicht passieren. Ein paar Spiele gibt's ja noch zu spielen. Das darf auch nicht passieren. Okay, das darf passieren. Das Spiel pfeifen wird heute Ignacio Muniz Vila. Bam, was ein Pass, Junge, was eine Flanke, Junge. Vielleicht mit als Abnehmer. Toll, wie er das macht. Hat einen Schuss, Junge. Erstmal nur abgewehrt. Boah, rutscht er wieder rein, ey. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Nein, gib mir den Ball. Nein, mein Schatz. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bam! Nein. Komm schon! Die Abwehr aufmerksam. Ja, was ein Pass, was ein Pass, Junge! Und Schuss! Nein! Super gehalten! Das muss man klar sagen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ecke. Und schon wieder Ecke. Richtig, geile Ecke. Piqué! Nein! Kann nicht sein, ja. Komm schon. Ah. Ja! Super Flanke. Nein! Nein, 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 das haben wir nicht. Ich stelle mal auf Offensiv. Einfach aus dem Grund. Das ist wahrscheinlich jetzt gerade beim Verteidigen nicht ganz so geil. Aber jeder kann ihn haben. Ich brauche einfach Offensiv, sonst schieße ich keine Tore. Gerade auf Profi. Nein! Das Motto lautet schon? Sicherheit zuerst. Scheiße, ey. Junge! Richtig geil! Ach, da passt man nicht so geil. Aber der hat von mir sehr optimistisch gemacht. Und wieder eine geile Grätsche. Und! Lauf, 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 lauf! Kugel! Und Schuss! Bam! Tor, Junge! Bam! Geil gemacht einfach nur. Dafür liebe ich ihn. Schießt seine Tore und macht richtig geile Flanken. So, ich würde sagen, die fertigen wir ab und dann ins Aufstieg. Ins Aufstieg? Oh mein Gott, stimmt. Da kriegt man, wenn man gewinnt, so ein Jumbo Bronze Set. Wenn man die Liga gewinnt. Oh, Schuss! Ah! Schade. Da kriegt man so ein Jumbo Bronze Set. Da kriegt man ganz viele Spieler raus, die kann man alle schnell verkaufen. Dann kriegt man da vielleicht 100 Münzen für oder sowas. Das würde sich ja schon ganz schön lohnen. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Mal so richtig Hammer. Soldado. Bam, und so spielen meine Spieler zusammen. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Hoch, hoch, hoch. Ich hasse das auf Profi oder Weltklasse. Spielen die Torhüter mittlerweile so übelst oft. Da ist er wieder. Lauf! Ich bereite mich schon auf den Torschrei vor. Ich habe darauf gewartet, dass er läuft. Hat er mir leider nicht. Oh mein Gott! Großes Lob, wie er die Situation eingeschätzt hat. Alles richtig gemacht. So eine geile Ecke. Der Ball war schon im Tor. Richtig geile Ecke. Soldado. Ja, Mann, Tor, Soldado! Yeah.
geil. Richtig geil. Soldado. Unter Druck setzt. Richtiges und Tier. Schon wieder ein Treffer für die Meisterschaftsanwärter. Und wie es im Moment aussieht, könnte man tatsächlich schon heute. Ich wollte übrigens mal fragen, Leute. Wie fändet ihr es, wenn ich mir mal jemanden aussuchen würde? Ich weiß gar nicht, ob das über Xbox und Computer geht. Müsste eigentlich. Wenn ich mir mal jemanden raussuche, wenn man gegen mich eine Runde zockt. Ein super Tor. Einfach mal so ein Ründchen Duell. Genau so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Ein sauberes Tackling. Lauf! Ah, schade. Fabregas. Geil gespielt. Boah, was ein Schuss, Junge. Bekannt, das wissen wir. Alter, und wenn sie ihm den Raum lassen, dann wird er das früher oder später ausnutzen. Da bin ich mir das ganz sicher. Absolut. Und da müssen sie natürlich dichter am Mann sein. Man kann jetzt Andy Alonso geil schießen. Das ist mir ja neu. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Nö, das sehe ich genauso. Ein unwiderstehlicher Sprint mit dem Ball am Fuß. Wo bleibt das passgenaue Spiel? Lauf. 2-0 ist jetzt halt noch nichts, worauf man sich verlassen kann. Ne? Xabi Alonso. Ja, ich wollte schon sagen, richtig geiles Spiel. Geklärt. Aber schön durchgesetzt. Und fast schön durchgesetzt. Bam! Schade. Oh, wie knapp war. Und jetzt achten wir mal gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter What the fuck? Die gelbe Karte raus. Hä, was hat der für ein Problem? Ja, genau, weil ich auf den Ball gehe, krieg ich gelb. Was für? Der mindert voll die Note von Pietro. Ist voll rassistisch. Geil voller gemacht. Einsatz gegen den Mann. So, komm hier so. Die kriegen jetzt einen Straftor, oder? Oder eine geile Vorlage. Scheiße, da wollte ich zu decken. Tut mir leid. Mach ich eigentlich nicht mehr. Hab ich mir abgewöhnt. Eigentlich. Aber ab und zu kommt es auch immer durch. Oh, ja genau, springt er vorbei. Scheiße. Der komm schon, Petro. Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Komm, mach dich länger. Abseits, scheiße. Komm schon. So, heute Abend ein richtig geiles Season aufgenommen, würde ich mal sagen. Zusammen mit Sammy, leider ohne Niki. Die Folge, warte mal. Mit diesem Ballverlust bringen sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Heute müsste eine neue Season-Folge rauskommen. Auf jeden Fall angucken. Oder morgen. Auf jeden Fall angucken. Lohnt sich immer, wenn Sammy und ich zusammen scheiße machen. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit... Bam, und was? What the fuck, wie geil. Wie geil. Muss es wetten. Huch! Das war natürlich geplant. 3-1. Ja! 3 Tore in der Halbzeit, richtig geil. Kriege ich nicht oft hin gegen Profi. Und ich sage keine schlechte Mannschaft. Stark ist ein PSG. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Und damit haben wir einen fast perfekten Halbzeit 3-1. Nicht schlecht. 3-1 heißt es nämlich. Würde ich mal sagen. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Scheiße. Tricks sind immer mal probieren. Wenn es mal klappt, ist man durch. Es sei denn, der das Gegner ist natürlich kriegt den Ball. Auch eine schwache über den Abwehrleistung. Das muss man so deutlich aussprechen. Okay, und trifft er nicht. Fabregas. Oh, scheiß Schiri, ey. Wie oft ich gegen Schiri schon gelaufen bin. Alter, leg ihn doch weit vor. Wozu mache ich denn die Bewegung, ey? Mascherano hat den Ball. Pedro. Bam, was ein Pass, Junge. Schade. Wie geil war das denn schon wieder gespielt? Meine Mannschaft spielt so geil miteinander. Mascherano hat den Ball. Spielen sie einfach Pässe zu. Okay, der weiß, was sie geil. Schwach gemacht. Es gibt Einwurf. Ich war schwach gemacht. Die Reporter kotzen einfach nur Megas an.
Nein, nein, ich will da gar nicht hin. Was machen die eigentlich im Training? Bahnjunge. Ah, scheiße. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Boah, nicht gekriegt. Und Lauf. Lauf. Richtig geiler Pass. Geile Flanke. Nicht schade. Man muss echt sagen, ich habe letztens gegen das Legende. Genau, in der Liga war auch ein Spiel gegen eine Legende. Und man muss echt sagen, Legende hat sie mal echt auf dem Kasten. Ich glaube, die hatten. Ich habe das, glaube ich, sogar gewonnen. Ja, das könnte was werden. Ich habe das zwar gewonnen, aber die hatten, glaube ich, 80% Ballbesitz oder sowas. Also richtig übel. Du kommst einfach nicht an den Ball. Ich frage mich, ob ich da ein Tor machen könnte. Richtig krass einfach. Xabi Alonso. Also, ist schon ein Wunder, gegen Tor zu gewinnen. Übel. Xabi Alonso kann flanken. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit und die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Eigentlich eine ganz gute. Oh, abgedreht. Bam! Kopfball! Schuss! Scheiße. Tut mir natürlich leid. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Oh, scheiße. Xabi Alonso. Boah, wie viele Fehlpässe gerade, ey, ist der Hammer. Ja, und jetzt. Mascherano hat den Ball. Und Lauf, Pedro. Tricksen! Ach, scheiße, das hat ihn am Computer. Unter Druck hat er den Ball. Oh, Mann. Geile Flanke. Geiler Kopfball. Ah, drüber. Nein. Okay. Die Fans sollten ja eigentlich ihre Mannschaft unterstützen, auch in schlechten Zeiten. Aber das tun sie hier überhaupt nicht mehr. Ja, Sammy schreibt mir ein A. Danke, Samuel. Da kommt auch einfach zu wenig. Da kann kein Fußball. Das ist Samuel ein bisschen eine Fame-Hure. Weil ich so einen Erfolg habe, will er dauernd zu mir die Aufnahme schreiben. Bam, was ein Schuss! Oh, scheiße. Oh, jetzt schreibt er. Alter. Bling, bling, wir haben es schon so oft erlebt, vielleicht Alter, passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann und Gott, es gibt Spaß, doch keine Niederlage. Schade. Oh, jetzt aber Y angekommen bei Z. Mal gucken. Jetzt ein paar Ausrufezeichen. Was schickt ihr mir als nächstes? Was fällt ihm ein? Schreibt es in die Kommentare, was Sammy wohl als nächstes einfällt. Z, verdammt, hat er mir geschrieben. Z. Toll, Sammy. Geistreich. Bam, Puyol, er kämpft sich den Ball. Geiler Pass, Junge. Scheiß Pass. Der hat es aufgegeben, glaube ich. Zum Glück habe ich mich davor natürlich auch beschäftigt gestellt. Mein Gott, was hat er für eine Ausdauer? Es ist ja schon fast zu Ende, das Spiel, aber er hört nicht auf zu laufen. Ja, und jetzt wissen wir, Manni, warum sie ihn die Pferdelunge nennen. Puyol. Und so muss man spielen. So muss man spielen, Lupfer! Scheiß! Kack! Dreckskuchen, das wäre so geil gewesen. Nein, nicht Puyol aus der Verteidigung ziehen. Immer eine schlechte Idee. Ist nicht so der Stürmer jetzt. Nein, lauf doch weiter. Mascherano hat den Ball. Boah, schade. Oh! Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste krass, Spielpause krass, wenn man gegen Legende spielt. Die wissen immer, wie man läuft. Oh, lauf dir den Ball entgegen. Oh, ich stopp den Ball. Die wissen immer, wie man läuft. Das ist richtig gut. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Und lauf! Bam, weit vorgelegt. Das hat sich ja so gelohnt. Passt. Ball. Was hast du gekriegt? Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Und ja, Kopfball! Scheiße. Passt. Ich hatte übrigens so einen Bug vorhin, dass es so plötzlich anfängt, so kurz zu ruckeln. Also immer so ganz kurz, in den Kopf abstellen. Was ein Pass! Schuss! Bam! So macht es ein Pedro. Vorwärtsalter ist das nur wert.
Bam, was ein Tor, einfach nur. So eine geile Vorlage, wisst ihr, das schafft man nur mit 100 Team. Wenn er jetzt vorhin 95 stand, ich weiß auch nicht, wie das geht. In meiner Mannschaftsaufstellung steht er 95. Ah. Also ist irgendwie so, als würde ein einziger Spieler nicht zählen. Weil ich müsste ungefähr 105 Team haben. Keine Ahnung warum. Echt? Nein! Schade. Und Karriere ohne Niklas. Kann sein, wenn die Folge rauskommt. Fuck. Wisst ihr Bescheid? Es kommt kein Karriere raus. Weil Niklas zu dumm ist zum Kacken. Es sei denn, ich krieg noch Noah dazu mit aufzunehmen. Aber erstmal jetzt ein geiler Schuss! Ah, schade. Das Bällchen ist doch heiß! Zurück. Runter. Kopfball! Kopfball! Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm. Komm, Gast, den kriegst du. Bam, was ein Flanke. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Und wieder eine geile Flanke. Hä? Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoß machen. Hammer, 90. Minute 1-4. Ich würde sagen, es bleibt beim 1-4. Aus dieser Flanke ist richtig nichts geil, geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Fabregas. Und genau, das war's, Leute. Und hier pfeift der Schiedsrichter. Richtig geil. Also gut gespielt. Von meiner Mannschaft und mir, ja. Soldaten. Und damit steht die Mannschaft als Meister fest. 19. Dieser frühzeitige Gewinn unterstreicht Leute, das heißt, ihre was heißt Klasse das? Und ihre Dominanz das heißt, die in dieser Liga. Titel gewonnen! Bam! Und jetzt schaut euch an, 4500 Münzen und ein Jumbo-Bronze-Set. Bam! Bis die Tage. Ich würde sagen, als Special ziehen wir das jetzt direkt, oder? Ich würde sagen, komm, das kann man machen. Wir ziehen jetzt direkt dieses Set. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Wahrscheinlich kriegen wir eh nur Scheiße. Also, ist ja nur ein Bronze-Set natürlich. 24 Objekte, das ist halt doppelt so groß nochmal. Nur Scheiße wahrscheinlich jetzt. Aber. Bam! Richtig! Fast guten Spieler. Bam, wie sich das lohnt. Boah, richtig geil. Also, die hab ich auch noch. Wie peinlich ist das denn? Dann, aber den hier kann man immer reintun. Sowas brauchen wir immer. Sowas nicht. Wenn ich alles verkaufe. Bam! 200 Münzen hat mir das jetzt gebracht. Richtig geil. Also ich würde sagen, ich stelle die jetzt alle mal rein einfach. Genau, Leute. Aber das mache ich jetzt auch stehen. Ich denke, ihr wollt es jetzt nicht sehen. Dann bedanke ich mich beim Zuschauen. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet auch in die anderen Videos. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Oder kommentiert einfach, was man besser machen kann. Wenn ihr Vorschläge habt von meiner Mannschaft und so weiter. Könnt ihr mir alles schreiben natürlich. Genau, und dann bis zur nächsten Folge, die morgen rauskommt. Macht's gut, Leute. Ciao.